them again. Wir haben wieder ein geiles Streaming-Event, meine Freunde. Und zwar wird hier gemeinsam heute aggressiv reingegrindet. Wir haben was unglaublich Tolles für euch vorbereitet. Hier vorne gibt's wieder Haupt und Lukas, da könnt ihr natürlich alle wieder teilnehmen. Streamevent.revinza.tv, wir brauchen mal wieder 100 hart motivierte Spieler, die sich hier tatsächlich für 24 Stunden einem sozialen Experiment sondergleichen hinstellen und mir dann tatsächlich dabei helfen, weitere Millionen für mein Eigenheim zu finanzieren, meine Freunde. Leon, mach auf die Pforte, wir gehen rein, oder? Wir haben, meine Freunde, heute wieder 100 mutige Spieler, die sich... Tobi, hast du einen neuen Skin? Tobi? Wir warten gerade, bis alle Spieler gejoint sind, meine Freunde. Wir haben nämlich heute wieder 100 mutige Spieler, wie gesagt, die sich heute einem neuen sozialen Experiment stellen. Und zwar haben wir eine wunderschöne Map vorbereiten lassen von den lieben Yazaroth und gemeinsam mit Leon Shortbite. Leon, sind wir vollständig? Haben wir 100 Spieler? Ja. Rein auf den Server, meine Freunde. Schaut euch diese wunderschöne Map an, die wir haben. Denn hier haben wir tatsächlich 100 Spieler auf 100 verschiedenen Chunks. Jeder Spieler hat einen einzelnen Chunk zur Verfügung und 100 Spieler müssen es jetzt schaffen, in dieser Zeit hier auf 100 Chunks das Beste, was sie können, draus zu machen. Es wird auf jeden Fall spannend werden, meine Freunde. Ja, wir haben hier, wie gesagt, wieder eine Menge motivierte Mitspieler. Es gibt nur 3 Bäume. Also, wenn euer Sapling weg ist, habt ihr reingeschickt. Wenn euer Wasser weg ist, habt ihr reingeschickt. Wir haben hier auf jeden Fall auch die nötigen Rohstoffe zur Verfügung. Ja, wir haben hier zum Teil auch Diamanten. Die sind irgendwo mit hier drin versteckt. Wir haben hier Lapis und so weiter und so fort. Eisen. Alles da. Ich bin mal gespannt, wie es bei 100 Chunks nachher aussieht. Ja, wir haben hier, wie gesagt, 100 Mal den exakt gleichen Chunk. Wenn man möchte, kann man sich theoretisch auch so ein bisschen beim Gegenüber, was die Ressourcen und so weiter und so fort angeht, orientieren. Und Tobi, ich würde sagen, wir picken dann später einen Gewinner, der seinen Chunk am geilsten und am kreativsten umgeschaltet hat nach 24 Stunden, oder? Und der Gewinner hat dann eine Chance. Was? Ja, nee, eine Chance. Was hat, was ist der? Einfach eine Chance. Und was essen die Spieler hier, Leon? Äpfel. Ich habe Befehle mit eingebaut, dass ich zwischendurch mal Tiere bei den spawnen kann. Lass das. Weil das bei durchs Kopieren nicht möglich war. Entspannt. Also müsst ihr auf jeden Fall an der Stelle hier irgendwie gucken, dass ihr euch hier irgendwie mit irgendwelchen Tieren und so weiter und so fort über Wasser haltet. Ihr könnt auch ein bisschen Glück Äpfel haben. Wir werden auf jeden Fall jetzt wöchentlich wieder Community Events haben. Das wird eine ziemlich wilde Nummer. Wenn ihr darauf Bock habt, meine Freunde, checkt auf jeden Fall mal gerne den Like-Button aus. Und wenn ihr den seht, könnt ihr mal einen Daumen nach oben damit machen. Checkt den Like-Button aus. Checkt den Like-Button. Junge, darf ich da nochmal was? Ich hab deinen Stream geguckt. Was sagen? Was denn? Ja, bitte. Und zwar haben wir jetzt auf dem offiziellen Discord von dir eine Kategorie eingebaut für die Stream-Events. Dafür müssen die Leute nur einmal oben in dem Text-Channel Ränge einmal eine Reaction geben. Die bekommen einen extra Rang, um diese Kategorie zu sehen und können da auch Ideen reinreichen. Okay, nice, nice, nice. Also ihr habt es gehört, meine Freunde. Solltet ihr Ideen für verschiedenste Community-Events haben, checkt das auf jeden Fall mal im Discord aus. Ausrufezeichen Discord hier im Chat oder auch, wie gesagt, unter meinen YouTube-Videos in der Videobeschreibung ab jetzt zu finden. Ey, das sieht so geil aus. Checkt mal, wie das hier aussieht mit den ganzen Chunks. Holy shit, Digga. Ja, also ich würde sagen, Tobi, ich glaube, es sind nicht ganz 24 Stunden, die wir Zeit haben, aber so ungefähr, ne? Also nur, dass ihr Bescheid weißt, es sind wahrscheinlich so bis 14 Uhr morgen früh. Ja, mein Gott, dann sind es halt 12 Stunden oder so. Also, dann muss man sich jetzt hier nicht an die Hose. 16 Stunden, 18 Stunden. Ihr seht ja, was dann im Titel steht, ne? Tobi, da steht 24. In die Hose? Ne? In die Hose schatten muss man sich. Wir lassen das Ganze jetzt mal ein bisschen hier ins Land ziehen, würde ich sagen. Wir lassen das ins Land ziehen, Tobi, wie einen guten Landstreicher, ne? Einfach mal hier so. War ein guter Vergleich, oder? Mach weiter. Die ersten Bros pflanzen sich hier schon aggressiv Weizen an. Keiner hat die Bäume nachgepflanzt. Das ist extrem dumm, aber werdet ihr auf jeden Fall sehen, wenn ihr später kein Holz mehr habt. Selber schuld. Wie gesagt, die Challenge ist dieses wunderschöne Chunkstück Scheiße hier innerhalb von 24 Stunden am schönsten zu terraformen und das kreativste Building draus zu machen. Ihr habt nur 12x12 Blöcke. Ja, eigentlich sind es 8x8, aber wir haben das hier, wie gesagt, ein bisschen breiter gemacht, weil sonst echt zu klein wäre. Und nächste Woche kommt ein sehr, sehr wildes Community-Event. Wartet auf jeden Fall da ab. Und ich kann auf jeden Fall jetzt hier schon an der Stelle sagen, Nelki, dass das, was du hier machst, absolute Scheiße. Du damit auf jeden Fall nicht gewinnen wirst. Leute, wir sehen uns in 24 Stunden wieder. Ich würde sagen, wieder schauen und Tobi? Schnell, hau den Lukas. Ich bin nicht in deiner Lobby. Dann teleportier dich zu mir. Schlag ihn. Mach mit, hau ihn kaputt, hau kaputt. Schlag ihn! Egal, komm, wir gehen hier rein. Okay, Leute, wir schauen uns jetzt mal an, wie das Ganze aussieht. Hui! Ui, guck mal, Dombalwanes Onkel ist da. Tobi, womit beginnen wir? Wir sehen hier schon eine sehr, sehr schöne Geschichte. Hier hat sich jemand so eine kleine Cave gebaut. Das gefällt mir schon mal ganz gut hier. Siehst du das? Geil. Oh, so ein Turm drauf. Mit so einem kleinen Türmchen, ja. Digga, guck mal, der Bro, der hat sich gedacht, ich farm einfach mal alles ab. Hat aber da nicht fertig gemacht hier. Oh mein Gott, Halsmaul. Maul, warum guck mal ich hier. Mein Maul halten? Oh mein Gott, schau mal. Oha. Bam. Eine Farm, zwei Farm, drei, vier, fünf.
6, 7, 8, eine Kaktusfarm und eine Baumfarm. 9. Junge, der hat das komplette Ding ausgehöhlt mit Farmen. Das ist smart. Ganz, ganz wichtige Sache, meine Freunde. Die Gewinner werden wir heute Abend im Livestream verkünden. Um, denke ich mal, 19.30 Uhr oder sowas bin ich von meinem DJ-Set zurück. Dann gibt es auch heute Morgen heute Abend das nächste Community-Event. Also seid da auf jeden Fall dabei. Heute Abend wird es richtig, richtig wild. Das hier sieht auch geil aus. Schau mal hier. Hier ist so ein Parcours. Der Bro hat sich hier ein richtig schönes Haus hier gebaut. Ich flieg mal so ein bisschen rum und suche mal so ein richtig eins, was heraussticht. Guck mal, ich finde es vom Ding her. Das ist halt ganz geil, was er so in die Ecke gebaut ist, ne? Und so hinten offen. Und hier daneben ist auch, der baut gerade hier El Toro. Der hat auch fliegende Inseln. Oh, Digga. Sieht okay, auch das ist aus, actually ne? Wild. Das ist wirklich wild. Ah, warte mal, er hat eine komplette fliegende Insel gemacht, sehe ich jetzt erst. Ja, ja, guck mal, der ist komplett ausgehöhlt, Digga. Der will das komplett wegmachen, glaube ich, oder? Das hier ist auch krass. Guck mal hier. Der hat einfach alles abgebaut, Digga. Digga, er macht einfach auf. Er hat einfach alles abgebaut. Da hinten ist eine riesige Kaktusfarm. Einfach Trimax. Nein, Digga. Siehst du das? Och nein, Junge. Och nein. Digga, die ist bis zum Baulimit. Halt's Maul. Die ist oben und unten bis zum Baulimit, glaube ich. Digga, der hat auf jeden Fall Trimax Gaff, Digga. Also kann man nicht anders sagen. Er hat Community Event durchgespielt. Einfach. Es ist alles voll. Es ist alles voll. Okay, das ist krass. Hier vorne hat noch eine Kaktusfarm gebaut. What the frick? Oh, guck mal hier. Ui, guck mal hier, Namo. Der moderne Boss hier mit so einem Wassersäule. Interesting. Ey, also ganz ehrlich, dafür, dass jetzt, ich meine, es waren nicht 24 Stunden, ich glaube, es waren so um die 48 Stunden. 2 Tage quasi Zeit gehabt. Und, oh, guck mal, hier hat einer einen Tempel gebaut, Tobi. Einfach jemand einen Tempel gebaut. Also ich meine, klar, in der Auswahl der Blöcke sind die Leute hier relativ begrenzt, ne, weil es natürlich hier nicht alles an Blöcken gibt. Es gibt zum Beispiel keine Netherblöcke und so weiter und so fort. Aber wenn man sich das Ganze hier mal so anschaut, sieht das wirklich echt wild aus. Die sieht süß aus, ne? What? Hey, wie krass. Wer ist das? Freddy Co. Sehr, sehr, sehr geil. Vor allen Dingen haben halt die Leute, okay, er hat halt den Keller noch nicht so utilized, aber das kommt bestimmt noch. Also, ich glaube, es wird auf jeden Fall Sinn machen, heute Abend nochmal reinzuschauen hier, ne? Das hier ist auch interessant. Ich glaube, das hat Don Balbano gebaut, Tobi, guck mal. Der Bro hat hier einfach seinen Hund hingestellt. Junge, da ist mittendrin ein Hund. Hallo? Zum Vergleich, so sah es vorher aus und manche Leute haben dann einfach hier sowas draus gemacht. Also, ganz hier ehrlich. Sind auch zwei. Hier ist auch ein Schild. Ah, der ist noch dran gerade. Pinguin Leo. Der hat so Hobbit-Höhle gebaut hier. Alter, das ist auch cool, wirklich. Schau mal hier sind auch so zwei Stück, die haben mich auch echt geflasht. Das hier mit diesem Haus hier ist der geil. Hi Revi, Bild bei Christian der Noob. Okay, like das Video und abonniert den Kanal. Der Bro sagt es, er spricht den Real Talk. Ist schick und da rechts daneben, guck mal, hier ist noch so eine kleine Villa. Hier ist auch nochmal was Wildes. Guck mal, hier hat jemand ein Herz gebaut, wie süß. Hier hat jemand ein Herz und eine Cave gebaut. Guck mal hier. Digga, what? Hier ist sogar mein Card. Creative God, Bro. Schau mal. Wirklich, wirklich ein wildes Event, muss ich ganz ehrlich sagen. Das also ist sehr, sehr geil. Hier, einer mal, hat hier Alter, irgendwo... Auch so was? Geil. Hier hat es so einen riesigen Wasseraufzug. Das hat er aber actually nicht fertig gemacht. Hier vorne ist mir noch ein sehr schönes aufgefallen. Schau mal hier zu. Komm mal hier zu mir. Oha! Digga! Hier ist ein Skyblock des Todes. Komm mal her. Bro. Das ist von Lord Pusteblume, glaube ich. Ja. Habe ich gesehen. Digga! Alter, Lord Pusteblume, das wird, glaube ich, noch wild. Ich glaube, das könnte bis heute Abend sogar fertig sein. Also sind wirklich sehr schöne Sachen entstanden. Kann man nicht anders sagen. Ich bin positiv überrascht. Ich auch, tatsächlich. Also ich hätte gedacht, ich weiß halt nicht, wo die Insel von... Ich glaube, das hier ist die Insel von Don Balbano. Da, wo hier wohl nichts ist einfach. Da ist doch gar nichts. Mega. Ja. Hä? Hat der alles abgebaut? Der hat alles abgebaut, Digga. Und sich dann umgebracht? Och, Mann, Alter. Mann, guck mal, Leute. Wieso seid ihr nicht so kreativ wie andere? Manche Leute kriegen das echt gut hin. Das hier ist auch wild. Schau mal hier, Tobi. Das sieht auch sehr, sehr schön aus hier. Musste leider die Fische ersetzen, der Ehrenkeks hier abgeliefert. Warte mal, also, du hast Fische gesagt. Oh mein Gott. Replay. Musste leider die Fische ersetzen. Bro, das hier ist ja absolut verrückt. Der hat einfach alles abgebaut und sich ganz nach unten gesetzt. Guck mal, der wohnt jetzt hier. Das ist absolut cursed. Okay, also Leute, ich würde sagen, das Event war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Gerade hier die Kaktusfarm und alles weitere. Nochmal, zum Vergleich, so sah es vor aus und dann sind hier teilweise solche Sachen entstanden. Kompletten Space utilized, wirklich sehr, 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 sehr wild. Big Shoutout an die Community an der Stelle. Habt ihr echt gut hinbekommen. Das ist einfach 1:1 der Skyblock, oder? Ja, das ist genau der Skyblock. Real FS ist nützlich, Schmuggler ist gut. Ja, Leute, ich würde sagen, das war so diese wunderschönen Community-Event. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, ey, checkt auf jeden Fall gerne mal den Community-Event. Discord ab, meine Freunde. Schaut auf jeden Fall gerne bei mir im Discord vorbei. Da kriegt ihr alles an Infos und könnt auch gerne Ideen äußern. Ja, da freue ich mich immer drüber. Und wenn ihr heute Abend Bock habt, oha, Tobi, komm nochmal ganz kurz her. Neue Hobbit-Höhle hier gefunden. Ehrenhöhle, schau mal. Chick. Sehr schön, Alter. Einfach Revi, weil dann Stick ist. Okay, ja, finde ich nicht lustig. Lasst gerne Daumen da oben da. Wir sehen uns heute Abend nochmal im Livestream, meine Freunde. Da gibt es ein wildes Community-Event. Wir haben ein kleines Battle vorbereitet. Das wird extrem geil. Wie gesagt, Livestream 19 Uhr, 19.30 Uhr so um den Dreh. Vielen, vielen Dank fürs Teilnehmen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.